Ja, geht's dir gut? Alter Verwalter, was war denn das jetzt wieder? Na. No. Na. Hm. Sorry. Sorry. Das war schon ein bisschen spät heute. So. Jetzt hätte ich gern Licht. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Damage-Dealer weniger. Ja, das ist natürlich super, wenn da genau diese Falle ist. Was für ein Hufeisen? Wahrscheinlich. Du brunstdumme Urschel, du hässliche. Wer braucht meine Hilfe? Ja, du selbst! Weil du zu dämlich bist, an so einer Falle vorbeizugehen. Jetzt reicht's dann. Herrschaften, jetzt reicht's dann. War's das wert? Bleibt, wo ihr seid. Ich werde hier warten. Natürlich nicht. So. Jetzt wieder auf den Rest der Truppe warten, bis die nachkommen. So, wer ist denn da? Okay, das heißt, wir machen ihn weg. Und wir nehmen die Heilerin weg. Mach jetzt. So. Dann haben wir die Heilerin wieder. Das ist ja nicht zum Aushalten. Funkmariechen machen wir mal weg. Entschuldigung. Sie hätte ich gern wieder. Geht's jetzt los? Geht's jetzt los? Also gehen. Tapferen. Bereit für den Kampf. Boah, das sind nicht wenig. Na, aber so gehen wir es langsam durch, ne? Ich kümmere mich darum. Das merke ich. Speichern! Kiste! Schicke Hosen. Was kommt jetzt? Wartet ihr darauf, dass der Barde eurer Träume vorbeikommt, meine Damen? Aber sicher doch. Wir haben nur auf euch gewartet. Und zwar, um euch von diesem Hebel fernzuhalten. Oh, da sind wir mal nett. Ich bitte euch, holde Maiden. Ihr seht doch, dass ich euch nichts Böses will. Ganz im Gegenteil. Oh, ich glaube, ihr überschätzt euch. Aber es macht keinen Unterschied, denn wir kommen ohnehin nicht hinter diesen Stangen hervor. Können wir nicht irgendwie zu einer einvernehmlichen Lösung kommen?
Männer wissen nie, wann sie sich geschlagen geben sollten. Verschwindet jetzt. Ihr Weiber habt eine große Klappe. Aber wenn ihr euch nicht hinter diesen Stangen befändet, würdet ihr bestimmt ein ganz anderes Lied singen. Von uns werdet ihr nur Spott und Gelächter hören, denn hinter diesen Stangen sind wir sicher und wir fürchten nichts. Aber Maeve, was ist mit... Ihr wisst schon. Ich will nichts mehr davon hören, törichtes Kind. Die quiekenden Teufel sind sowieso alle weg. Es war wohl etwas vorschnell, euch als Damen zu bezeichnen. Eure Zunge ist scharf, aber wenn ihr euch nicht hinter diesen Stangen befändet, würdet ihr bestimmt ein ganz anderes Lied singen. Von uns werdet ihr nur Spott und Gelächter hören, denn hinter diesen Stangen sind wir sicher und wir fürchten nichts. Aber Maeve, was ist mit... Ihr wisst schon. Ich will nichts mehr davon hören, törichtes Kind. Die quiekenden Teufel sind sowieso alle weg. Da ist eine Ratte! Ich kann die quiekenden Viecher nicht ausstehen. Holt mich hier raus! Seid tapfer, Mädchen. Das kleine Ding kann euch nichts tun. Verflucht sollt ihr sein, ihr und euer teuflisches Ungeziefer. Wieder einmal hatte der Barde seine Gegner auf ach so heldenhafte Weise bezwungen. Alles eine Frage der Begabung. Brave Maus, aber du kommst jetzt wieder rein. So. Na, ja, das war doch echt cool, oder? Diese quiekenden Biester. Bergturm 2. 3. 3. Das weiß ich nicht. Speichern? Ja, okay. Zu langsam. Gut. Können wir den mal treffen, bitte? Zacher Hund! Bild mit Autogramm, geil. Kohle. Oh, komm schon, was ist denn hier los? Sind wir hier rum? Ah ja. Was ist denn das hier? Ja, hier gibt's eine Kiste. Die
Gut. Ja, geht voran. Wir noch ein paar Küsten suchen. Das sind hier wahrscheinlich die römischen Bäder oder so. Na komm. Hört einfach. Den mit dem mal zum Leib halten. Hallo? Was habe ich denn euch? Sowas. Sowas. Was hat man denn Personal? Hier ist nichts. Wie Sie sehen, finden Sie hier nichts. Nicht schnell genug. Das war ja ganz klug. Den halten wir schon aus, ne? So. Noch jemand mit verstärkten Minderwertigkeitskomplexen hier. Denn hier rein? Na nu? Und da bin ich nur wegen den Kisten. Hui, was kann denn das Schönes? Gehen wir mal wieder auf Nahkampf, ne? Eine Zeit lang. Um mal das Schwertchen hier zu testen. Was gibt's denn hier? Ein Haufen Kohle. Und ein Speicherpunkt. Boah, wir haben schon wieder so viel Geld. So, gucken wir mal. Ah ja, schön. So, lässt sich laufen. Kisten. Töntopfe. Töntopfe sind es. Steh auf Töntopfe. Also, ja, macht das Schwert Schaden, aber es sieht jetzt noch nicht so. Wahrscheinlich, weil ich auch im Nahkampf jetzt nicht unbedingt so geskillt habe. Macht er vielleicht, überspringt die, der Schaden, also die Ladung, überspringt die vielleicht die Gegner irgendwie so? Kurz hier rein. Gucken mal, ist hier wieder so eine Garnison. Auf jeden Fall scheinen die an diesem Elektroschaden zu knabbern. Kiste. Was macht ihr denn da? Freunde, was macht ihr denn? Wieder Loot produzieren hier? Schön. Ja, der war nicht schlecht. Was ist mit ihm hier? Das auch noch nicht, ne? Du weißt jetzt auch nicht, wo du hin sollst. So. Ja, dann geh mal jetzt da lang. Nervt mich halt nicht. Da geht's dir gut. Kollege, das machst du keine 255 Mal mit mir. Ja, dann kommst gut durch mit dem Schwert. Oh, doch. So. Und zieh. Au. Der macht das schon, ne? So.
aber macht den Rest. Hier echt alle wegkommen, damit hier diese scheiß Ding da reinkommen. Herrgott. Gut, gut, gut. Können wir jetzt mal bitte einmal kurz danke. So. Puh, jetzt Leute. Ich bin wahnsinnig. Können wir jetzt mal einmal hier reingucken, bitte? So. Das habe ich ja schon. Jetzt können wir gern weiter. Da lang, okay. Zu langsam. Ich heile. Nein. Das. Ja, hab ich verstanden. Oh, was ist hier drüben? Das nicht. Da draußen schneit. So, ich will jetzt aber zuerst hier rein. Denn da gibt es bestimmt wieder irgendeine Kiste oder so. Das war ziemlich schmerzhaft. Auf jeden Fall eine Menge Töntopfe. Ja. Ah, das ist so viel Kohle. Ich komme mit dem Schwert ganz gut klar. Die Kiste. Eine schicke Hose. Und wieder eine cuten Landbesitzurkunde. So. Spitze. Unser wackerer Held kämpfte sich zur Turmspitze empor, wo sich die Flamme befand, die er löschen musste. Leider befand sich dazwischen noch Luke, der nicht kampflos weichen wollte. Ihr habt es geschafft, wie ich sehe. Kein Spott mehr? Wo sind jetzt die markigen Worte aus der Arena? Aufgrund eurer Kampfkunst empfinde ich eine gewisse Anerkennung für euch. Es betrübt mich, dass ich euch jetzt töten muss. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Aber ich schätze, ich werde es eher genießen, euch zu töten. Das ist die richtige Einstellung. So, jetzt aber, erst mal gucken, was er macht. Okay, er kämpft und kommt gar nicht erst zu schlafen. Okay, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir fix hin. So, ein bisschen Schlechtschaden. Zack, Alter. Das hätten wir aber jetzt auch schneller haben können. Oh, wie löscht er jetzt die Flamme? Achso, die ist gelöscht. Okay. Hi. Mein Held, ihr seid hier.
Ich habe schon die Stunden gezählt, bis ich... Spart euch diesen Mist. Was ist mit den ganzen Toten los, die nicht tot bleiben wollen? Ja, ich hatte befürchtet, dass das passieren würde. Es wäre toll, wenn wir Befürchtungen ab jetzt im Voraus klären könnten. Ich bin kein großer Freund von Überraschungen. Also gut, mein Liebster. Dann sollte ich euch sagen, dass die Bewohner der Unterwelt sich erheben, um euren Abenteuern ein Ende zu setzen. Warum sind sie hinter mir her? Sie wissen, dass ihr es wart, der die erste Flamme gelöscht hat. Deswegen wissen sie auch, dass ihr mich befreien wollt. Ihr Gebieter ist ein skrupelloser Mann, der vor nichts zurückschreckt, nur damit ihr mich nicht befreit. Und wieder etwas, das ich gerne vorher gewusst hätte. Ich bin die Einzige, die sie aufhalten kann. Bis ich frei bin, wird das Land in Dunkelheit gehüllt sein. Ihr müsst euch beeilen. Je länger ihr braucht, desto stärker werden die Kräfte des Bösen. Und bald werde nicht einmal ich sie zurückdrängen können. Ich hätte mich für das Bauernmädchen entscheiden sollen. Ihr müsst euch rasch zum Inselturm begeben. Die Zeit ist knapp. Geht zuerst nach Downby, wo ihr einen Mann namens Dugan finden müsst. Er ist in einem Gasthaus namens Aiken Drum und hat weitere Anweisungen für euch. Oh, welche Freude. Noch eine Reise. Warum sagt ihr mir nicht gleich, wohin ich muss? Dugan sucht einen mächtigen Gegenstand für euch, den ihr brauchen werdet, um den dritten Turm zu betreten. Okay. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, mein Liebster. Solange es weiter nichts ist. Aber weiteres braute sich zusammen. Die Diener des geheimnisvollen Finnick versuchten, dem Befehl ihres Herrn nachzukommen und den Barden um jeden Preis aufzuhalten. Herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur mein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskannten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.